Nachricht lesen. So, Auftragsart, Auftragskiller. Ziel Taki Kenmachi. Ich habe eine Wohnung in diesem Block im Kabuki. Nicht viele wissen davon. Willkommen im Club. Und so soll es auch bleiben. Mein Problem ist ein gewisses Tiger-Arschloch plus Anhang, das ausgerechnet von meiner Scheißtür eine Pachinko-Aktion gestartet hat. Das riecht nach Ärger. Lass mich raten, du glaubst, es wäre besser, sich in der Öffentlichkeit zu verstecken? Vergiss es. Wenn, nicht falls, das NCPD die Automaten findet, werden sie ihre Bullenschnauzen früher oder später auch durch mein Schlüsselloch stecken. Kann ich riskieren, dass sie etwas finden, das hier nichts angeht? Die Sache eilt. Geht zu dem Wohnblock, wo die Tiger-Pussy namens Taki Kenmachi ihr Pachinko-Ding laufen hat und kümmere dich um sie. Alle anderen Tigers in der Gegend werden die Nachricht verstehen und sich verpissen. Okay. Dann tun wir doch den Gefallen. Mal da rinkommen, ne? Bin ich wieder falsch rumgelaufen. Da wirklich hin? Das ist doch bestimmt wieder ein Plan B, oder? Hey, wer ist da? So ist frech! Ich hab das Sagen! So, jetzt ist halt die Frage. Können wir den Knüppel da wegmachen? Auch noch zwei, ja. Ich muss halt genau dahin, oder was? Hey. Aha. Was war ich da schießend? Ein bisschen Speedrunning oder was? Das mit den Brauchspeedern ist mal ein bisschen schlecht so. Ich kann den Kampf nicht essen. Ja, stimmt. Macht ja Sinn. Ist schon, ne? Ich glaube, so macht man das jetzt nicht unbedingt, aber so kann man es machen. Nachricht lesen. Taki Kenmoshi. Hey, hey, einmalige Gelegenheit schon. Hm? Toni ist raus aus dem Geschäft. Schon gehört? Hm? Ist von einem Dach geschmissen worden. Hatte Schulden. Genau. Hat seine Pachinko-Automaten nicht abbezahlt. Jetzt ist unsere Chance. Als nächstes den Bürgersteig mit unserem Hirn zu pflastern? Nein, Mann, hör zu.
Wir können diese Maschine zum halben Preis von Bill, dem Clown, kaufen. An deiner Stelle würde ich bei dem nie ins Geschäft einsteigen. Und an deiner Stelle würde ich auf mich hören. Willst du vor Langeweile wichsen, bis du tot umfällst? Ich mit deinem hässlichen Output leben? Wenigstens schmeißt die mich nicht vom Dach. Hör auf, ich meine das ernst. Wir nehmen die Automaten und bauen sie im Block auf. Und dann werden wir reich und leben glücklich bis ans Ende unserer Tage. Das Ende. Das kann gar nicht schief gehen. Wenn du meinst. Nun, es ist ein bisschen schief gegangen, aber ich habe mich auch eingemischt, ne? Wir haben wieder alles ein bisschen sicherer gemacht. Ich versuche immer noch einen Shortcut, um die Waffe wegzustecken. Bin auch so ein richtiger Hilly-Billy, ne? Ich beschäftige mich gar nicht damit. Hier irgendwie sneaky zu machen. Ich baller einfach los. Zwei Nachrichten. Ich brauche deine Hilfe. Kontaki Kenmaki an Hiro Kenmaki. Hey Onkel, ich weiß, dass ich dir das Geld vom letzten Darlehen noch nicht zurückgezahlt habe, aber ich brauche nochmal deine Hilfe. Das ist das letzte Mal, versprochen. Das ist wichtig, sonst bin ich in echten Schwierigkeiten. Leih dir was von deinem Vater, ich bin nicht dein Sparschwein. Onkel, bitte, du weißt doch, dass wir nicht miteinander reden. Das ist eine gute Gelegenheit, damit anzufangen. So, hier haben wir wieder Riesenrabatte. Ich muss jetzt aber das Ding nicht... Warum ist denn das jetzt immer noch markiert? So, weil ich mich mit Jackie treffen soll. Das ist doch jetzt die Main Mission, ne? Ja. Gehen wir zum Fixer oder gehen wir dahin? Wir gehen erstmal zum Fixer. Eventuell dann neue Aufträge für uns. Was ist das für eine krasse Waffe? Ach, das ist die Smart-Knarre. Damage. Die macht halt schon so viel Schaden, obwohl sie einen Schalldämpfer drauf hat. Was ist das eigentlich rot? Wenn ich mich damit verlinken kann. So. 1C. BD. Nee, Quatsch. 5, nochmal 1C? Ja. Und dann 55. Sehe nix. E9. Also wenn ich mich hier einfach reinhacke, kralle ich mir irgendwelche Quick-Hack-Komponenten, ja. Bei manchen scheinbar. Normalerweise kann ich einfach was kaufen. Was habe ich vorhin übersehen? Die Chroniken von Titania, Buch. Mhm.
Buch 1, du hast ja keine Ahnung, wovon du redest, sagte die Frau mit dem grünen Haar und lächelte abfällig. Ich habe schon viele Welten besucht, jede davon auf Lügen errichtet. Jede, obwohl diese hier ist womöglich die erste, deren Bewohner so stur die Augen vor der Wahrheit verschließen. Isan spürte Zorn sich hochkochen. Wie kann es diese Frau, einen Außenstehenden der Utopie von Titania, wagen, ein System zu kritisieren, das Millionen glücklich gemacht hat, dachte er sich. Wenn hier jemand blind ist, dann du, brach es aus ihm heraus. Titania kennt keine Ungerechtigkeit, keinen Mangel. Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte gehört jeder der privilegierten Klasse an. Die Frau lächelte sanft, ihre bernsteinfarbenen Augen glitzerten schelmisch. Ist das wahr? Fragte sie. Was ist dann mit deiner Arbeit in dieser Konservenfabrik? Wieso bist du dort unglücklich? Isan zwang sich ruhig zu bleiben. Er konnte sich nicht erklären, warum ihn die Bemerkungen der Fremden so entzürnten. Vielleicht war es nicht ihre Schuld. Vielleicht begriff sie einfach nicht, dass die Menschheit endlich eine ideale Gesellschaft geschaffen hatte. Ihre eigene Heimat ähnelte einer eher primitiven Welt, über lange Zeiten befleckt vom Makel des Feudalismus. In gewisser Weise war sie wie ein Kind, intelligent, ja, und doch ignorant und übertrieben selbstgerecht. Irgendeine Gruppe der Gesellschaft muss für diese Art der Arbeit zuständig sein, erklärte Visan. Dank der Fortschritte der Robotertechnik sind die Produktionsmethoden weitgehend automatisiert und liegen nicht mehr in unseren Händen. Wir haben nur noch eine Überwachungsfunktion inne. Um also auf deine Frage zurückzukommen, ich bin nicht unglücklich. Die Roboter erledigen die Arbeit für mich. Also, du weißt doch, was Roboter sind, oder? Natürlich weiß ich das. Wir haben etwas Ähnliches, nur bestehen sie aus Ton und Stein, erwiderte die Frau mit dem hellgrünen Haar. Ihr Tonfall war noch immer überheblich. Gut, dann kommt deine Welt also ohne manuelle Arbeit aus. Doch bedeutet das nicht, dass Arbeiter wie du ihren früheren Wert verloren haben? Willst du etwa behaupten, dass es niemand gibt, der deinen Fortschritt regelt? Jemanden, der euch Verantwortung überträgt? Visan verstummte. Die goldenen Augen der Frau funkelten mutwillig, als sie über sein verwirrtes Schweigen lachte. Bitte entschuldige, die Lippen der Fremden kräuselten sich zu einem verlegenen Lächeln. Du magst ein gleichwertiges Mitglied dieses Konzerns sein, doch nichts von dem, was ich hier gesehen habe, passt zu deiner Beschreibung. Hogwarts. Immer, wenn ich hier so eine Texte lese, schlimmert mir die Birne, ne? Sicher, Gangster Night City. Hallo, hier ist dein Hundefreund aus der Nachbarschaft, Sergeant Dobbs. Dieser nützliche kleine Leitfaden beinhaltet unverzichtbare Informationen über die größten Gangs in Night City. Dann erfährst du folgendes, welche Bezirke du vermeiden solltest, wie man Gangmitglieder erkennt, wie man gefährliche Situationen meidet. Animals. Die Animals sind keine Tiere, sondern bizarre Freaks. Sie sind bis oben hin mit Hormonen und Anabolika vollgepumpt, sodass sie eher wie riesige Fleischklumpen als wie Menschen aussehen. Sie vermeiden Cyberware, abgesehen von kosmetischen Modifikationen, durch die sie animalischer aussehen wollen. Sind extrem aggressiv und brauchen gar keinen guten Grund, um eine Schlägerei anzufangen. Aber trotz ihrem Namen sind die Animals nicht an ein Territorium gebunden. Man findet diese wilden, feindseligen Rudel in der ganzen Stadt. Sixth Street, aus der Ferne könnte man sie leichter für beurlaubte Soldaten halten. Militäruniform, Kampfstiefel, abrasierte Haare, schreien bei jeder Gelegenheit Ura und der Schein trügt. Aber der Schein trügt. Das sind gefährliche, gewalttätige Schläger, die dir ohne zu zögern die Kehle aufschlitzen würden. Vor allem in Vista del Rey muss man sich vor ihnen in Acht nehmen. Die Mox. Gut aussehende Mädchen, wunderschöne Männer. Aber pass auf, das ist bloß eine Falle. Sie locken dich mit ihrem Charme an und wenn du es am wenigsten erwartest, BAM! Schon sind deine Eddies weg. Oder Schlimmeres. Die Absteige, die ihnen als Hauptquartier dient, nennt sich Lizzie's Bar. Die sieht man am besten nur aus der Ferne und geht niemals rein. Da waren wir doch schon drin, oder? Maelstrom, falls du dich jemals in das Industriegebiet von Watson verirrst und das wäre besser, wenn dir das nicht passiert, dann achte auf bedrohlich aussehende Gesichtsplatten. Das Erkennungsmerkmal von Maelstrom. Um der Gang beizutreten, muss man sich die Augen ausstechen und die Nase abschneiden und beides durch dämonische rote Optik ersetzen. Aua. Wenn sie sich selbst schon so etwas antun, wer weiß, was sie mit Fremden anstellen. Diese Frage muss man nicht wirklich eine Antwort bekommen. Tiger Claws, davon haben wir jetzt ein paar abgeschossen. Leuchtende Neon-Tattoos mit asiatischen Motiven, Katanas und Shuriken, Rennmotorräder, das sind ein paar typische Markenzeichen der Tiger Claws, einer Gang, die man vor allem in Japantown findet. Wenn du sie ignorierst, lassen sie dich meistens in Ruhe, aber wenn du sie provozierst, Sayonara Baby. Valentinos, goldene Zähne, goldene Implantate, goldene Kreuze und goldene Macheten, sag Iola zu den Valentinos. Trotz ihrem Hang zu katholischen Symbolen haben sie es nicht wirklich mit Nächstenliebe. Wer ihnen in die Quere kommt, wird in Stücke gehackt und in die Del Coronado Bay geworfen. Die Voodoo Boys. Diese vornehmlich haitianischen Gangster sind in Pazifika zu Hause, aber sie jagen ihren Opfer woanders. Im Net.
Die Voodoo Boys sind die besten Netrunner der Unterwelt von Night City, aber aufgepasst. Das heißt nicht, dass sie nicht auch in der richtigen Welt gefährlich sind. Am besten macht man einen großen Bogen um sie, sonst ergeht es einem bloß wie einem ihrer schwarzen Hähne. Man bekommt den Kopf abgehackt. Okay. So, das sieht anders aus. Hier kann ich mich wieder reinhacken, ne? Ich muss mal gucken. Sobald ich die Sequenz starte, geht's ja los. 5-1-C. Also 55, dann 1-C. Und dann muss ich wieder zu 1-C. Also hier. Warum? Ich bin dumm. Ich bin wirklich dumm, ne? Ich hab's irgendwie noch nicht raus mit diesem Hacken. Hier waren wir ja schon. Wirklich ein bisschen trottelig. War nicht noch mehr eingezeichnet? Klar, da unten. Ich bin mir sicher, die kauen wegen uns hier so rum. Den Foodie-Leitfaden für Night City haben wir schon gelesen. Ja. Gemacht. So, jetzt nochmal. Ach nee. 5 von 6 nur. Ich glaube, wir haben ein bisschen für ein bisschen Wirbel gesorgt. Die Platte, die man nicht aufheben kann. Der ist noch ein Automat, den ich knacken. An. Ja, da? Okay. Ohne Scheiß. Da drinne? Wir müssen ja auch ein bisschen Progress machen, ne, Jungs und Mädels. Ich krieg das immer nicht mit, wenn ich sterbe, ne? Also wenn ich so, ah, wie dumm. Die haben mich halt direkt angepiept von der anderen Seite. Da musste ich halt angreifen. Shit. Versteh's nicht. Ich meine, sind die Leute jetzt gerade actually normal? Hm. Zeig mir mal die zu hackenden Objekte an. Da habe ich ja schon gehackt und hier hinten konnte ich nicht hacken. Was hat er sie wieder verprügelt? Nein.
Nein, sie hat ihn kalt gemacht. Erschossen. Ja, das hat er gespeichert. Hat mir alles erzählt. Ei, er würde alles behaupten. Komm schon. Das ist mein Ernst. Die Kugel hat die Wand durchschlagen. Ei hat die Leiche mit eigenen Augen gesehen. Ja, nun. Die gute alte Selbstjustiz hilft halt öfter mal, ne? So, diesmal dürfen wir uns nicht einfach so über... wegknallen lassen. Aua! Ach. Hier ist ein Zebrastreifen, Junge! Oh, ich hatte rot. Okay, haben wir schon gesagt. Ich geh noch schon wieder da rum, ne? Willkommen in Night City, Bitches. Schießerei auch auf einer Straße. Oh, da hat's jemanden. Wir haben hier einen Kollateralschaden. Ich wiederhole. Hab ich hier nicht gerade einen erschossen? Ach, da liegt er. Warum auch immer er da liegt. Ist alles in Ordnung. Ich hab... Und das war kein Diebstahl. So, Inventor. 93. Jetzt wüsste, wie viel die macht. Die macht 87. Die macht 93. Gott, da macht schon wieder ein Rabauz da drüben. Weil Maria ins Bett geht. Ist nur mit ihm los? Ich verstehe es nicht. Kann man das hören? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh. Wessen Wesse Klamotzki? Nee. Inventorski? War das nicht hier? Oder muss Itemerstellung? War doch hier. Ich kann nicht alles zerlegen? Hä? Wir verkaufen erstmal das, was wir nicht brauchen. Das.
So, jetzt müssen wir mal gucken, eine Tech-Waffe. Ich habe halt noch nie wirklich Tech-Waffen gespielt, so, ne? Powersturmgewehr, das war aber eine Triple Slot. Also eine Burstwaffe war das. Gerade ausgerüstet. 82 Schaden. Geht mir so auf die Kette, ne? So, den weg. Weg. Oh nein. Das können wir zerlegen. Okay. Da habe ich jede Menge Junk dabei gehabt. Kann man jetzt 35? Quatsch mir doch. Ah, jetzt kommt der Rest noch dazu. Okay, war jetzt nicht so dolle. Rucksack. Kann ich das nicht zerlegen? Kannst nicht zerlegen. Achso, weil ich es angezogen habe. Mal zerlegen. Zerlegen. So, sind wir schon wieder bei 19.000 Credits. Arasaka, the finest in personal and commercial weaponry. Hat hier nicht gerade ein grünes Item? Einfach weg. Dann haben wir Gauner. EMP. Guns by Arasaka. Unfälle passieren halt. Hab noch gesagt, Jungs, schraubt da nicht rum. Das kann explodieren. Oh. Sie wollten nicht hören. Und jetzt haben sie den Salat. Nicht, dass es irgendjemand interessiert hätte. Ich hab schon wieder irgendwas aufgehoben. Ich komme so nie. Niemals irgendwie vorwärts, ne? Hey, hey, siehst du das da? Dieses Ding! Da drüben! Ey, bist du high? Drinner. Jetzt wirklich ein bisschen durch, glaube ich. Fangen wir mal hoch. Kurz gucken auch, haben wir wir haben eine Brandgranate, Biogranate, Splittergranate. Oh.
Hallo. Hallo? Wolltest du mir was erzählen? Über die Cyberpsycho-Sache? Da gibt's noch nichts Neues. Ich brauche noch mehr Daten. Die Organisation, die diese experimentelle Therapie entwickelt. Ich traue denen selbst nicht ganz. Wir brauchen mehr Testsubjekte, wenn das was werden soll. Dann bin ich jetzt hier über... Ich bin total umsonst hergekommen, ne? Toll.